kann nur sagen, rein vom Feeling, die Leute, die hier essen gehen, Schlipsträger, Anzug, das Klientel ist gehoben. Eindeutig, wirklich. Hier gehen Leute hin, die was von sich halten. Fleisch, 70 Euro aufwärts, das Kilo, wirklich Premium waren. Und schön, dass ihr startet zum neuen Video, einem sehr interessanten Experiment, auf das ich nur durch euch gekommen bin, durch eure Kommentare. Wir werden heute testen, einen in Anführungszeichen Standardburger gegen einen Premiumburger. Und das Interessante ist, ihr habt mir Billy the Butcher empfohlen und es ist dabei rausgekommen, dass sie im Altshaus, was wie ich finde Nobel-Einkaufshaus ist, dass sie da ein paar Meter weiter noch einen Premiumburger anbieten. Bei einem Premium-Schlachter, wo wirklich, ich sage euch, das Klientel sieht so aus, als keine Ahnung, hätten die alle im Lotto gewonnen. Das Fleisch, was du da kaufen kannst, 70 Euro mindestens aufwärts das Kilo, das ist ganz krass. Und wir machen jetzt den Vergleich, was schmeckt besser, das Standardding oder die Premium-Variante. Heute hat Holle etwas ganz Besonderes vor. Holle wird einen gewöhnlichen Burger mit einem Premium Wagyu Beef Upgrade vergleichen. Und diese Läden treten gegeneinander an. Beißer vs. Billy the Butcher. Heute liefert euch Holle den direkten Vergleich und wird die Frage klären, ist ein Luxusburger nur Luxus für das Portemonnaie oder auch für den Gaumen? Luxus. Liebe Community, seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. 2614. So, da gehen wir rein in die sagenumwobene Gasse. Eins muss ich in diesem Moment festhalten. Guck mal, wie schick ich gekleidet bin. Einfach für euch habe ich das gemacht, ne? Wirklich, also man muss auch ein bisschen geben, ne? So, wir sind hier jetzt bei Billy the Butcher. Denkt auch an die Belohnung, an den Gutschein, der jetzt mittlerweile echt schon hoch ist, den ihr gewinnen könnt, wenn euer Burger in den Kommentaren meinen bisherigen besten Burger toppt. So, Billy the Butcher ist sozusagen, wie ich es am Anfang erklärt habe, günstigere Variante von dem Ganzen. Soll aber natürlich auch heftig schmecken. Habt ihr mir gezeigt, zur Premium-Variante gehen wir danach und ihr werdet sehen, dann was besser schmeckt. Also, es sieht folgendermaßen aus. Die zwei Geschäfte gehören ja zusammen. Die bieten hier auch, sag ich mal, Veggie-Burger an, aber haben auch die normalen im Sortiment, den ganz Premium-Burger auch noch mit karamellisierten Zwiebeln. Den gibt es dann drüben. Den essen wir danach. Hier essen wir jetzt einen, sag ich mal, Standard-Burger. Ich nenne es jetzt einfach mal so, mit normalem Fleisch. Und ja, ich bin gespannt auf den Vergleich, weil viele haben mir auch mal gesagt, Veggie, habe ich alles nicht von und so weiter. Ne? Also wir werden schauen. Ich bestelle jetzt einen normalen Burger. Das ist er. So, um das nochmal zusammenzufassen. Bergkäse, Halal-Bacon, Brioche-Bun, hausgemachte Spicy-Chili-Barbecue-Soße. Knuspriges Brot. Schön medium? Ja. Also was Achmed eben nochmal sagte, die Tomate kommt mit dem Käse zusammen alles in den Ofen. Das ist ja natürlich ein Unterschied dazu, wie viele andere es machen, dass man die Tomate, Salat, alles extra drauflegt. Sehr intensive. Sehr süße Barbecue-Soße, das kann man sagen. Steht sehr im Vordergrund bei diesem Burger. Steht sehr im Vordergrund. Butterzartes Fleisch. Das steht fest. Sehr, sehr zart. Ich muss in mich gehen. Wir gehen jetzt erstmal weiter zur Premium-Variante. Und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. So, wir sind bei Beißer gelandet. Der Premium-Variante jetzt des Burgers. Ich kann nur sagen, rein vom Feeling. Die Leute, die hier essen gehen, Schlipsträger, Anzug. Das Klientel ist gehoben. Eindeutig, wirklich. Hier gehen Leute hin, die was von sich halten, so gefühlt. Fleisch, 70 Euro aufwärts, das Kilo, wirklich Premium waren. Ich zeige euch das jetzt. Ja, und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Heftiges Ding. So, Henry, grüß dich. Hey, moin. Ja, moin erstmal. So, ich war ja eben schon bei dir. Du hast mir ein, zwei Sachen schon verraten, ne? Genau. Also, ich habe es jetzt kurz zusammengefasst. Drüben habt ihr die Standardmodelle, sag ich mal, der Burger. Hier habt ihr nochmal ein Premium-Ding. Das ist mit was für ein Schinken, sagst du? Mit dem Ramon Iberico. Schinken, genau. Also, Burger ist immer ein Cheeseburger. Das ist so immer das Großhängeschild, würde ich jetzt mal sagen, für den Burgerland. Mhm, genau. Klassischer, einfacher Cheeseburger. Den haben wir drüben mit karamellisierten Zwiebeln
Und hier haben wir ihn auch, aber mit einem kleinen Upgrade, mit einem Iberico-Schinken. Den schneiden wir dünn auf, rösten ihn an, kombinieren das mit den Zwiebeln, mit dem glasierten, und das toppen wir dann mit dem Burger. Und drüben Billy the Butcher, das ist so ein neues Projekt, was vor 4 Jahren entstanden ist, wo wir uns nur auf Burger konzentrieren und da auch natürlich dann außerhalb den Cheeseburgern 1-2 mehr. Okay, cool. Genau, ich zeige euch jetzt noch mal eben ein bisschen ein paar Aufnahmen vom Fleisch und vom Braten und dann sehen wir uns gleich wieder beim Burger. Das ist Wagyu. Ah, das ist Wagyu. Wir verarbeiten das ganze Tier, sind auch viele Schmorgerichte dabei oder Schmorstücke und die verarbeiten wir zu Hack, also Burger Patties. Und genau. Das war jetzt schon abgepackt, das heißt, das verkauft ihr auch, diese Burger Patties. Genau, wir verpacken das, weil wir das hier zubereiten, aber auch alles, was wir zubereiten können, der Kunde auch mit nach Hause nehmen. Ah, geil. Hier sind die Zwiebeln mit dem Schinken. Geil. Wenn du jetzt sagen würdest, also weit aus dem Fenster gesehen, ist es der beste Burger, den du je gegessen hast, so euer Burger? Also ich, ja. Also ja. Ich muss ja auch sagen, also selber ich mache ihn auch mit den Zwiebeln zu Hause. It's the same. Okay. Ja, also einen anderen Burger esse ich gar nicht. Gar nicht mehr. Geschweige anderes Fleisch. So, dann nehmen wir jetzt eine Tomate und den Käse auf. Kein Salz, kein Pfeffer. Wir wollen auch natürlich jetzt den... Ach, gar nichts. Kein Salz, kein Pfeffer. Der kommt jetzt für 4 Minuten im Ofen. Oh, du bist verrückt, Henry. Kein Salz, kein Pfeffer. Genau. Wir wollen ja den gleichen Fleischgeschmack haben. Ja. Und während er telefoniert alles, ne? Katastrophe bei mir. Ich hätte ein Steak auf den Burger gelegt, aus Versehen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Er haut das Fett nochmal raus. Telefoniert, guckt euch ihn an dabei, Mann. Was für ein Brötchen ist das? Das ist ein Brioche. Das sieht aus der Bäckerei wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Also Butter, ganz Ja. Okay. Von der ganzen Aufmachung, diesem Premium-Fleisch. Das ist für mich ein Premium-Schlachter. Das ist kein Schlachter um die Ecke. Dem Personal, diesem Wissen auch über den Burger. Das Gesamtpaket rechne ich einfach mit einem sehr heftigen Burger. Mit einem Burger, der mich umhauen wird. Optisch. Von den einzelnen Komponenten. Wartet ab. Ohne Salz. Eieiei. Also Wagyu Beef. Fett durchzogen. So muss das sein. Eigengemachte Soße. Sollte so sein. Schönes Brioche. Sagen wir mal so, Salz muss definitiv nicht drauf. Bei der Soße, bei den Zwiebeln, durch den Käse, absolut genug Salz. Das Fleisch, ganz speziell in der Konsistenz, zerläuft im Mundgefühl, zerläuft wirklich. Man kennt das so nicht. Diese Konsistenz, das Feeling vom Essen beim Burger, kennt man so nicht. Weil du erwartest ein Biss im Fleisch in der Mitte. Das ist so, als wenn du auf ein Würstchen beißt, im Umgekehrten hast du auf einmal einen Stein im Mund, wunderst du dich auch. Hier beißt du rein, es ist wie nichts, es ist wie eine Wolke. Schön medium noch getroffen, das Fleisch. Aber für diesen Burger muss ich erstmal in mich gehen. Bewertung kriegt ihr am Ende des Videos. Also nochmal eben zur Info, ne? Das Wagyu Beef, 110 Gramm sind auf dem Burger drauf. Hätte es auch mit der Doppelmenge gegeben, dann hätte der Burger aber 25 Euro gekostet, ne? Also wir haben hier im Vergleich zu anderen Burgern, wo mehr Fleisch drauf ist, haben wir relativ wenig Fleisch. Und trotzdem halt den Preis, ne? Das, ja, das nur kurz zur Info. So, ihr Lieben, jetzt geht's zur Bewertung. Erstmal zum Standardburger. Ich muss sagen, er ist Standard in dem Sinne, dass er der günstige Burger war, aber es waren extrem gute Zutaten. Es war ja auch von dem Beißer, das Fleisch, die Komponenten oder wie auch immer, die waren top. Es war Bergkäse, es war einfach gutes Fleisch. Du hast beim Burger geschmeckt einfach zwischendrin. Das war so ein Feeling wirklich wie Steak. Du hast diese Steak-Qualität gemerkt, es war top. Und ich muss interessanterweise sagen, dass der Premium-Burger, er hat mir nicht besser geschmeckt. Es war beides eine Klasse für sich. Der Halal-Bacon war derbe geil auf dem normalen Burger. Und beim anderen Fleisch, beim Premium-Fleisch, hat man gemerkt, okay, das Fleisch war noch ein bisschen andere Klasse, von der Konsistenz heftig. Aber interessanterweise mein Lieblingswort heute, vom Geschmack her, war er, dieses Fleisch, nicht besser als das andere Fleisch, wie ich finde. Es war sogar beides, es war geil ohne dieses Salz, um das zusammenzufassen, aber es war nicht sonderlich intensiv im Geschmack. Aber die Konsistenz sticht raus, bei beiden Burger, die Qualitäten stechen raus. Aber lustigerweise, ich bewerte beides mit 8. Finde, war beides gleich gut, anders, aber gleich.
echt gut. Danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch für eure Likes, für alles. Haut bitte auch die Glocke rein. Und dann sehen wir uns mit dem Sound vom Helikopter beim nächsten Mal. Und vergiss meinen Kommentar nicht. Bis dann. Don't.